Geh jetzt da hoch, Mario. So. Nee, auch nicht. War das denn nicht? Schmale Fahrt, der im Nebel liegt. Hier auch nicht. Der hier. Vielleicht doch hier oben auf der Brillenbrücke. Falsche Richtung zu sein. Bewegen wir uns so hier. Hier auch nicht. Vielleicht oben auf dem höchsten Hügel? Ich erinnere mich, zuerst bin ich in Richtung Mond. In Richtung Mond. Ich schwöre, dass wir in der falschen Richtung laufen. Hä? In Richtung Mond. What the fuck? Müssen wir da hinfliegen oder was? Das ist eine unsichtbare Wand. Was soll ich tun? Wisst ihr, ich komme hier nicht weiter. Und jetzt? Hä? What? ETF? Also ich weiß nicht, was es mit dem auf sich hat, aber... Von ihr aus sende ich mich. Zuerst bin ich in Richtung Mond. Bitch. Hä? What? What the fuck? Sag doch mal was, ich bin doch schon gleich. Hier schon wieder, ich bin schon wieder an der. Hä? Willst du mich eigentlich verarschen? Hä? Oh Gott, du dummer Spast. Hä? Cappy, du Spast. Jetzt darf ich hier schon wieder starten, ey, du Hurensohn. Nee, ey. Du willst mich doch echt verarschen hier.
Mann, du Lappen, ey. Gut, dann gucke ich ja nach den anderen Zweien. Wenn der gute Mario zu doof zum Kacken ist. Dann schauen wir mal nach den anderen beiden. Ich verstehe das nicht. Was ist das hier? Ach, oh, ach Mann, das Ding hier habe ich doch keine Ahnung. Was noch? Und jetzt? Und weiter? Jetzt? Hä? Da ist ein Auto! Okay. Danke Fernseher, dass du da ausgehst. Wo ist die Fernbedienung? Hier. Als ob. Das war das? Ein fliegendes Taxi im Zylindrieren. War das der? Nee, es war der da. Hä? Okay, damit ist aber wesentlich hier geklärt, weil in hier. In hier im Kaskadenland gab es auch einen Mond hier beim Fernglas und da wusste ich nicht, was es sei. Aber anscheinend kann ich da auch was hier mit dem Fernglas irgendwas sehen, was komisch ist und ja, da finde ich wahrscheinlich auch einen Mond. Hier war es ein Auto, was da oben fliegt. Okay, cool. Ein Taxi, wohl bemerkt. Nice. Und jetzt? Sonst gibt es nur noch den, das, was damit zu tun hat, da. Hier mit dem da oben. Und dieses hier, und dieses Teil hier, was, wo ich keine Ahnung habe, was es sein soll. Hm. Sag mir nix. Wirklich nicht, sag mir nix. Bringen wir mal erstmal die Mone hier zum Schiff. Gibt's noch mehr? Oder ja, geht's nicht weiter. Es da steht, wir können noch mehr gewisse Anzahl Monde sammeln, wahrscheinlich 600. 500 haben wir schon. Okay, stand schon mal nichts da. 530. Wofür ist ein Shop erhältlich? Nee, steht nichts da, also wir können jetzt können wir so viel, jetzt können wir, ja. Jetzt können wir die ganzen Mone sammeln. Jetzt können wir, weiter können wir nicht. Okay. Mehr, hier Länder können wir nicht freischalten. Nur noch hier Dinge im Shop. Oh, Gold Mario. WTF. Und sonst noch 10 und 30, dann
Noch 30, dann haben wir, kann man alles im Shop. Alter. Wie viele Monde kann man denn hier kaufen? Ich verstehe es nicht. Kann man hier endlos Monde bekommen, wenn man hier einfach nur immer mehr Geld ausgibt? Kann man dann hier endlos Monde bekommen? I don't know. Wäre möglich. Wäre aber ein bisschen lame. Der vergessene Schatz. Tutland-Kunst gefunden. Mehr nicht, ne? Ja. Nur der vergessene Schatz und per Hutland-Kunst gefunden. Und keine Ahnung, wo das sein soll. So, wir gehen mal woanders hin. Ja, doch, doch, stimmt. Kaskadenland. Da können wir mal kurz durch den Fernglas gucken, was wir da finden. Und es gibt ja andauernd jedes Mal ein Ladescreen, als ob. Nice. Und sag mal her, was gibt's denn hier Schönes zu sehen? Das da oben oder was? Nee. Hier gibt's nichts zu sehen. Sollte es sehen geben. Und was leuchtet da? Aber das so leuchtet. Warum leuchtet das da so? Kann hier überall was versteckt sein. Ich kann aber nicht sagen, wo. Das hat da gerade nicht so geleuchtet. Das Schiff da oben? Nicht?
Der Regenbogen? Nicht? Warum leuchtet das da unten so? Ich verstehe das nicht. Das ist nicht schön, wenn ich etwas nicht verstehe. Da sind zwei. Warte mal, was ist das da? Das ist ein Sphinx. Aha! Ein Sphinx. Der fliegt. Auch nicht schlecht. Und das ist es auch. Okay. Geil. Heißt, erst ein Taxi und jetzt auch noch ein Sphinx. Die Sphinx reist zum Wasserfall. Okay. Alles klar. Jetzt für noch zwei. Der eine, der da oben ist, mit wo man. Der da oben ist, da oben. Und einer, der hier irgendwo ist. Wo ich aber keine Ahnung habe, wo der sein soll. K.A. So, habe ich jetzt einen hier wieder. Kann der Papagei mir dazu was sagen? Ich kann mir der Papagei ja wesentlich sagen, wie der heißt. Also den Namen, weil der Name sagt meistens die Mission aus. Vielleicht kriege ich ja da den Tipp, den ich brauche. Hi. Einfahrt zu den Fossilfällen, nein. Der alte Strommast. Der alte Strommast. Okay, das hat auf jeden Fall mit dem Strommast zu tun. Aber was? Soll ich da meine Mütze drauf werfen oder was? Was soll ich damit machen? Was soll ich mit dem Strommast machen? Stoffwattack hat ja nichts gebracht. Wenn ich meine Mütze werfe, dann wirft er dann da und darauf. Was soll ich damit tun? Soll ich mit einem Techniker hier Outfit da an erscheinen oder was? Warte mal, dann hab ich hier. Hier Mechaniker. Ich kann es denn ja reparieren. Kannst du nicht? Oder was? Hä? What's going on?